Allerwichtigste, ne? Mhm. Das Allerwichtigste. Das Linke zwischen euch. So ist es. Und runter. Runter, runter. So, da unten ist das Checkerboard. Du bist genau richtig. So weit. So weiter. So weiter. So weiter. Genau. Und jetzt runter mit der Kiste. Centrate. So, Centrate. Das ist jetzt wie ein Parken mit einer 47 Fuß. Ja, ja. Passt doch. Oh, ah. Ja, ein bisschen Auslandung ist okay. Ja, das passt schon. Ja, und, oh, oh. Und, was immer. Gentlemen, welcome to this airplane. Let me remind you that this is a budget airlock. Please fasten your seatbelt so that in the event of a plane crash, we can easily identify your body. In case of a crash, well, you'll be dead. So don't worry about it. Nothing new. Von mir aus inzwischen nochmal, was ich nach wie vor nicht verstehe. Früher habe ich immer gedacht, boah, so Leute, die so ein Segelboot haben und boah, elitär und. Ja, ja, ja. Wo ich heute denke, das sind alles Leute, die irgendwo in die Dusche scheißen. Das Thema schon. Das ist, ja, nee. Ja, klar, weil, ist er auch, ja. Für mich ist das irgendwie niveaulos. Also, ja, gut, aber es kommt auf die Größe des Boots an. Ich meine, vielleicht, wenn du so eine Luxusjacht hast. Ja, aber jetzt nimm doch die Halbergkasse. Ja. 44, 730.000 Euro. Ja. Ja. Da haben sie es wenigstens fertig gebrochen. Natürlich ist dann noch neu zu bauen, aber sind wir noch nicht eigenständig. Nee, nee. Also, wo finden das an? Muss ich eine Million investieren, um nicht mehr in die Dusche zu scheißen? Nach denen wir in Düsseldorf waren, so ein Production Boat-Fan. Aber die Bavaria war von den drei kleinen noch die, also Dufour, Chanot, war die Bavaria aus meiner Sicht die schickeste. Die fand ich auch gemütlich ausgebaut. Ja. Das muss man sagen. Was ist das? Das ist schön am Boot im Verhältnis zum Flugzeug. Ja. Da ist die Geschwindigkeit nicht so maßgeblich. Das sinkt nicht, wenn die Speed zu niedrig ist. Ja, die horizontale Geschwindigkeit beim Boot ist nicht so maßgeblich. Die vertikale Geschwindigkeit, wenn es dann absonnt. 1000 to go. I'm currently going through a divorce, so now I want everyone to go through ups and downs. Of course you do. Please turn off your phone. Cabin crew, prepare for turbulence. Gut, das ist jetzt die Frage. Wir haben ja gesagt, wir wollen ein Boot, das mindestens 40 Fuß hat. Ja. Und wir haben jetzt festgestellt, dass auch eine 38er eigentlich noch ein Stück zu klein wäre. Mit dem Ausbau, von meinem Gefühl, wie sie heute ausgebaut ist. Oder? Ja gut, das kommt. Ich bin nach wie vor der Meinung. Also, ich habe meine Videos auch nochmal heimlich angeguckt. Echt? Einfach nur um die Boote drin zu sehen. Ja. Okay. Bereit? Ja, moin zusammen. Ja, Piloten, die segeln. Heute haben wir eine Episode. Wir sind im Flugsimulator, ihr Lieben. Und ja, ihr kennt uns ja schon, das übliche Gerede über das Segeln. Cabin crew, prepare for turbulence. Ich muss ehrlich sagen, also das ist immer die Frage, wenn man jetzt sagt, was wir vorhaben mit drei Mann, drei Boote, mit drei
gewesen. Ist, wenn du alleine da drauf bist, so 38 schon fantastisch. Ja. Was mir noch besser gefallen wird, da gab es mal eine von Benetton. Die hatten eine 38er Form. Dann an der Stelle, wo die Bavaria das Bad hat, das Bad, Toilette und Waschbecken hat. Und hier war statt der Gäste, statt dem zweiten Gäste-Ding, nochmal eine komplett eigenständige Dusche. Ja. Das ist was, das finde ich fantastisch. Zum Alleinreisen wäre es ausreichend, aber wenn du, was ich zumindest vorhab, deine sozialen Kontakte gelegentlich mal mit aufs Boot nehmen willst. Das Duschen zusammen zum Beispiel. Ja, das ist ja wieder was anderes. Also, dann müsste die Dusche größer sein. Ja, okay. Ja. Aber wenn du wirklich auf dem Boot leben willst und deine Bekannten oder so mal irgendwann dann für eine Woche oder 14 Tage mitkommen, dann fände ich es schon angenehm, zwei ordentliche Kabinen mit zwei ordentlichen Bädern, ja, und wenigstens eine alleinstehende, eine Dusche wenigstens. Eine reine Dusche. Aber je mehr Boote das war, guckt, denke ich mir, in der Größenkategorie dürften es schon 40, 45 Fuß sein. Um gemütlich drauf zu leben. Ja, bei 45 Fuß kommen wir ja schon langsam in die Millionärsschiene. Du brauchst halt definitiv mehr Platz. Und das ist ja das, was berechnet wird. Dass dann der Hafenmeister sagt, oh, wir haben 45 Fuß. Wie lang ist denn noch euer Bugspriet? Ah, da haben wir auch noch mal 3 Fuß, 4. Da sind wir ja schon bei 47. Also 50 gerufen. Ja, da waren wir noch, genau. Da waren wir noch gleich 50 draußen. Dann haben wir einen schönen runden Betrag. Ja, ja, ja. Case of a turbulence. Cabin crew, prepare for turbulence. In case of a crying baby on board, choose your seats more wisely next time. He's talking to you. 47 Fuß ist schön drauf zu wohnen. Ja, ist es noch händelbar, wenn man alleine segelt? Ohne 44, guck mal, die halber Krasse, ja, die da waren, die war ja 44. Ja. Das wäre eigentlich. Das war's von der Größe. Das ist von der Größe her, wäre das ungefähr so. Was? Da fände ich jetzt den klassischen Ausbau. Deswegen bin ich ja so der Fan. Also wenn einer hat, die er in ungefähr 5 Jahren verkaufen will, ja, diese Benetton 40, 42, 44, ja, CCE, ja. Ja. Das wäre ja, ja, mein Favorit. Ja. So wie die Bootsprofis haben doch jetzt einen vorgestellt. Ja. Ich glaube 44er war das. Ja, ja. Also das wäre so meine Kategorie Boot, wo ich sage, das wäre so, ja, wo ich sage, ja, könnte ich ganz umschlagen oder so. Ich finde es erstaunlich. 44, ich guck mal die ab und zu mal, wenn ich mal im Wasser bin, irgendwo in der Häfen an. Und ich sage so, ich denke mal so 44 Fuß, das müsste ich da eigentlich noch allein hinkriegen. Ich meine, wenn man die Spannweite anguckt, was man schon so bewege, eigentlich, ne? Ja. Sollte das kein Thema sein. Ich meine, das haben wir ja auch mit der Zeit gelernt. Also, den einen, ja, oder den anderen Randbogen hat man am Anfang mal beschädigt. Passende Hangartür dazu. This is an automated pre-recorded announcement. By the way, if anyone on board is a pilot, please make yourself known, as I have no idea how to turn this thing on. Oh. Ja, aber learning by doing. Ja, das ist ja, ja, also ja, okay, ja, 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 ja. So. Ja, es ist eine Übungssache, denke ich, wirklich. Also Fragen halt, wie aufwendig wird dann die Technik, umso größer das Boot wird. Irgendwann brauchst du dann vielleicht dann doch eine Hydraulik für die Steuerung und für die ganzen Sachen. Oder das wird dann schon wieder kompliziert. Die Frage ist, auf der einen Seite nimmt man ein Boot, lässt man einsteigen, fährt damit los. Stimmt. Oder kauft man ein billigeres, an dem man erstmal rumschraubt. Aber es sollte. Ohne Dusche einbaut. Ja, die Dusche einbauen, das ist ja kein Thema. Aber ich denke mal, es sollte schon zumindest schwimmen. Ich meine so, wenn ich von meiner Situation ausgehe, ich würde gerne, wenn ich irgendwann dann mal in Rande gehe, auf das Boot ziehen. Das heißt, schwimmen, ja, wäre nicht schlecht. Ja. Und den Rest, den könnte man ja dann auf dem Boot selbst. Peu à peu. Peu à peu, genau. Ja. Aber schwimmen wäre schon. Ja, wäre nicht schlecht, wenn es schon schwimmen. Ja. Das ist ja. Wie heißen sie denn nochmal, die beiden?
Wir segeln. Ja. Das Pärchen, ja. Das deutsche Pärchen, das ja. In Griechenland ein Boot gekauft hat. Ja. Für 8.000 Euro. Ja. Ja. Das Ding schwamm auch schon. Die hätten damit schon raus können und die haben das für 8.000 gekauft und die haben auch gesagt, wir hatten halt nicht das Geld für 20.000 oder 30.000 Euro gleich auf einen Schlag und haben halt so nach und nach haben wir das irgendwo halt dann fit und flott gemacht. Das finde ich halt irgendwie smart. Ja. Ja, ne? Das Problem ist, da wo wir gerade wohnen. Ja, da kann man auf Segelboot wunderbar flott machen. Ja, aber es ist kein Wasser hier, außer der Rhein und der Neckar und der eine oder andere Baggersee. Ja, da ist doch mal ins Kraft. Das ist Kakao, damit kannst du dann Kakao ist auch gut. Hast du Milchen Zucker? Kann ich nehmen? Ja. Ja? Ja. Doch, ja. Kakao sage ich auch ja. Geile Idee. Ja? Okay. Super. Das ja. Erste Mal? Ja, super. Ich bin die Einzige, die die Maschine benutzt. Ehrlich? Ja. Klasse. Ja. Von dem Kaffee über Kopfschmerzen deswegen. Ja. Nee, Kakao ist auch ja. Ja, gut. Danke dir. Boah. Du bist mir etwas verwöhnt. Also wir sollten sie wieder aufs Boot nehmen. Ja. Definitiv, oder? Ja. Wir hatten doch. Also ist die Million des Millionen? Ja, ja, wir hatten doch einen Beitrag gefunden auf YouTube. Auf YouTube. Wo vorne im V-Birth anstelle des V-Birth war ein Bad. Richtig geiles Bad drin. Welcher Art ist? Die weißt du, Seeschwein hätte zum Beispiel, ja, die, ja, war das die Beneteau 44 ja, CC. Ja. Vorne ja, richtig vorne geiles Bad. Aber auch wieder die Dusche mit. Aha. Gut, okay, das Klo könnte man rausschmeißen. Ne? Das, ja. Ja, gut. Dass es wirklich nur eine Dusche ist, fertig. Ja, ja Waschbecken dazu. Oder Waschbecken oder? Dazu passt. Ne? Und dann halt, Toilette extra irgendwo als zweites. Ja, aber ich finde irgendwie immer wieder immer noch faszinierend den Gedanken, ja, dass es so viele Leute hätte. Gibt, die so viel Geld investieren, ja. Dass du wirklich, ich sag mal, eine Million investieren musst, und ja, 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 ja. Um mit diesen elementaren Schritt runter zu kommen. Ja. Da kriegst du schon dann fast schon ein Flugzeug für. Das ist die Frage, wieso baut man es immer noch so? Das ist ja. Wieso okay, aber, die aber, Leute das auch so an? Aber gut, anders, das ja, sind wir hier wieder bei dem Thema, was uns der Verkäufer gesagt hat. Naja, wir bauen es halt ein, damit die Mama mal mitfährt. Ne? Damit sie halt weiß, da gibt es ein Klo, wo sie sich mal draufsetzen kann. Und ich weiß nicht. Aber auch, das wollen wir ja nicht. Wir wollen nee. Ja nicht mal mitfahren, wir wollen ja drauf leben. Deswegen müssen wir es wahrscheinlich selbst bauen. Jetzt am Studio. Oh, oh. Kapitän kriegt die große Tasse. Ja, genau. Oh, ja, genau. Die ja, genau. Danke, danke, danke. Dankeschön. Bist du auf Urlaub? Oh, sieh mal gerade. Das aber ist da unten. Ist aber zumindest inzwischen bin ich ja soweit, okay, wenn wirklich Segel. Ja. Boot fahren so niveaulos sein muss, dass es fast keine Boote mit getrennter Dusche ab unter einer Million gibt. Das sollte aber gar kein Thema mehr nee. Wäre. Aber dann wenigstens ja. Ein Bad, das so groß ist, dass man sich selbst so eine klappbare Glastür ja, 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 selbst reinbauen ja, kann. Ja. Weil mit Vorhang duschen, das geht immer nicht. We have just landed. Please remain seated until the aircraft has come to a full stop. Okay. And now an announcement for the Chinese people on board. Sha sha.